Hallo Leute, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird sich meine Plüscharmee um ein weiteres Mitglied erhöhen und dieses befindet sich hier drin. Natürlich könnt ihr es schon erahnen, wenn ihr die Musik hört oder einfach den Titel lest oder vielleicht einfach mal darüber schaut, aber egal. Ich habe das Ganze schon aufgeschnitten, damit ich hier nicht mehr rumfummeln muss. Und wir sehen uns das Ganze jetzt einfach mal an. So. Aha. Da ist er ja. Oh. Ganz cool. Ist das? Ach, nur so Papier. Das ist er, Freunde. Frisch aus Amerika angekommen. In der Beschreibung findet ihr natürlich weitere Details. Der kleine Schaufelritter. So. Das ist er. Der Shovel Knight. So, das Papier. Ziemlich cool. So. Schaufel kann man abnehmen. Und an seine Hand tun, denn die funktioniert magnetisch, da ist ein Magnet drin. Irgendwie. So muss ich selbst erst noch irgendwie rauskriegen, wie das funktioniert. So. Lol. Ja, sieht doch ganz cool aus, oder? Schön flauschig und der macht sich sicher gut in meiner kleinen Armee da hinten. Cool, dieses Detail mit der Schaufel. So, was haben wir hier? Scharfstellen? Oh. Habe ich aus Amerika bestellt, ging relativ schnell eigentlich. Lieferkosten waren kaum vorhanden, ich glaube 8 Euro nur. Das ist ziemlich cool. So. Alle Infos sind wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. So, das war auch noch dabei. Und auch der Link dahin. Circa 25 cm hoch, wenn man das Horn mit einrechnet. Und ja, wie schon vermutet, fügt er sich wunderbar in meine Plüscharmee ein. Und ja, ich finde den Plüsch einfach cool, irgendwie auch cool mit der Schaufel und der Magnetfunktion. Ja, super. Muss halt jeder selber wissen, ob er das haben will. Das ist ja, glaube ich, klar. Aber ich bin eigentlich echt zufrieden damit, mit meinem jetzt eigenen Shovel Knight hier. Und ja, freut mich. Ja, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr die Details und so, die Bestellseite. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen mit Shovel Knight. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.